So, da bin ich wieder und hier ist das vorerst fertige Render. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. So, jetzt setzen wir nämlich die Samples auch alle wieder zurück. Machen wir mal hier nur 4 und in den World Settings machen wir auch mal nur so. Ah, boah, machen wir auch mal nur 4, um einfach Renderzeit zu sparen. Jetzt ist mir aufgefallen, die Kerze gefällt mir doch nicht. Irgendwie ist da doch die Lichtdurchlässigkeit nicht hoch genug für meinen Geschmack. Deswegen probieren wir jetzt mal hier gerade etwas den RGB-Radius anzupassen. Und das sieht immer noch nicht besser aus. ,01. Schauen wir mal, ob das nicht. Ob das einfach daran liegt, dass der Wert zu hoch ist vielleicht. Dann vielleicht, dass der Wert zu niedrig ist. 0,1. Schauen wir einfach mal, wie das jetzt aussieht. Ich sehe keinen Unterschied. Was mich gerade etwas irritiert. Ich mach mal kurz das hier aus. Da sieht man es ganz leicht. Also schauen wir nochmal, wenn das wie das jetzt aussieht. 0,025. Ob wir da vielleicht einfach. Ja, das vielleicht. Machen wir mal 0,05. Und jetzt müssen wir natürlich, oder will ich das bitte etwas heller haben? Verdoppeln wir einfach mal die Werte hier, ungefähr 8, 2, 2. Ja, was diese Einstellungen sind, ist im Grunde, welche Kanäle wie stark durchlässig sind. Und das ist einmal rot, grün und blau. Und entsprechend ist das hier eingestellt. Aber irgendwie, wenn wir jetzt Front nochmal 2 machen. Fünf, einfach mal um das. Upala, mehr als 2 geht nicht. Das ist natürlich doof. Ich wollte einfach mal gucken, was das jetzt genau macht. Schauen wir mal. Einfach um den Kontrast zu haben, jetzt um das herauszufinden. Okay. Ja, dann lassen wir das einfach mal auf 2. Und hier gehen wir mal ganz hell. Schauen wir mal. Und. Was ist denn jetzt los? Das ist jetzt. Ja. Irgendwie habe ich mir gerade alles kaputt gemacht. Dann doch etwas schwacher wieder. Dunkler. Und. Na toll. Ah ne, so, jetzt ist es wieder so, wie es vorhin war. Ja, das ist natürlich Schwachsinn, alles. Das hilft uns alles nicht. Naja, dann haben wir jetzt Pech gehabt, damit ist ja nicht so extrem schlimm jetzt auf den Anhieb. Okay, ja. So, lasst mich mal kurz überlegen, was wollte ich jetzt noch tun? Ich hab mir eigentlich eben noch was überlegt, was ich jetzt noch unbedingt machen wollte. Dann machen wir jetzt erstmal. Ach so. Ja, so. Also die Szene steht jetzt im Grunde. Jetzt kommt es noch an ein kleines Extra. Wir wollen da so eine Kerzenflamme einfügen. Dazu brauchen wir GIMP. GIMP kann sich jeder kostenlos runterladen. Ist so ein Foto-Nachbearbeitungstool. Und wir brauchen natürlich erneut eine Textur von CG Textures, und zwar diese Flamme hier. Und die wird jetzt nachbearbeitet. Als erstes müssen wir jetzt hier Rechtsklick auf die Ebene und sagen Alpha-Kanal hinzufügen, da die Ebene sonst keinen Alpha-Kanal kennt. Jetzt nehmen wir dieses Zauberstab-Werkzeug hier und schauen mal, hier machen wir so einen Wert von 38 in etwa.
und wählen das schwarze aus und sagen Delete. Hoppala, was mache ich denn hier? Und nein, das brauchen wir eigentlich nicht so machen. Das machen wir mal rückgängig. Auswahl, nichts auswählen und wir nehmen stattdessen das hier mal, dieses Pfadwerkzeug. Und mit STRG scrollen, scrollen wir mal hier rein und machen jetzt mal einen lustigen Pfad hier hin. Und mit STRG machen wir das jetzt so und dann wird ein Pfad hinzugefügt und dann lassen wir STRG los und dann können wir den verschieben und den richten wir hier entlang der Flamme aus. So, halt, uppala, einmal rückgängig. Jawohl. Allzu exakt muss das Ganze jetzt nicht sein. Einfach aus dem Grund, dass das auch wieder ein relativ kleines Objekt ist. So. Hier noch machen wir das. Hoppala. Bevor wir einen neuen Dingens mit Linksklick hinzufügen, müssen wir immer den letzten wieder auswählen. Und jetzt das Ganze schließen mit auf den einen und STRG auf den anderen. Und Auswahl aus Pfad. Jawohl. Und jetzt gehen wir auf Auswahl und sagen invertieren. Und ja. Und jetzt drücken wir Delete. Und Auswahl aufheben. Hoppala, nichts auswählen. So. Den Pfad können wir jetzt vernachlässigen. Jetzt müssen wir das Ganze noch ausschneiden. Mal kurz mit STRG scrollen, rausscrollen. Wo haben wir's? Wo haben wir unser? Nee. Ich kenne mich mit GIMP leider nicht so gut aus. Ich muss da jedes Mal nachforschen. Zuschneiden. So, und ja, so ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen bewegen. Ungefähr so, dass das Ganze ausgeschnitten ist und wie wende ich das denn jetzt an? Ach, ich muss das jedes Mal brauche ich dafür. Ah, einfach einmal reinklicken. Okay. Und jetzt sagen wir Datei speichern unter. Ich will aber nicht JPEG, sondern ein PNG, weil JPEG hat keinen Alpha-Kanal. Beziehungsweise ich habe das ja schon mal gemacht. Ich brauche das jetzt gar nicht speichern. Dann speichert ihr euch das einfach ab. Ich mache jetzt GIMP wieder zu und jetzt in Blender gehen wir File, Import, Image as Planes. Auch hier ist das wieder ein Add-on, also wer das nicht hat, geht auf User Preferences, Add-ons, Image as Planes. Import, Image as Planes, Häkchen. Also File, Import, Image as Planes, CG Textures. Da ist meine ausgeschnittene Flamme. Ach, jetzt habe ich wieder zu schnell gearbeitet. Einmal rückgängig. File, Import. Ich mache das jedes Mal falsch. Flamme. So, einmal auswählen. Und jetzt müssen wir hier in den Settings noch was machen. Und zwar Shadeless, Use Alpha, Pre-Multiply und Use Image Dimensions. Vor dem Add-on musste man immer schön die Seitenverhältnisse schätzen, was immer sehr ätzend war. Und man musste die Materialien einstellen, was jetzt nicht so ätzend war. Aber dieses Tool erledigt das glücklicherweise alles auf einmal. Und jetzt sagen wir Import. Und jetzt haben wir hier unser Image. Wenn wir jetzt mal auf Textured View gehen, sehen wir das auch. Und das bewegen wir mal auf die Ebene hier mit der Kerze. Beziehungsweise Schwachsinn, die Kerze ist doch. Wo ist die Kerze? Da ist die Kerze. Also bewegen wir das Ganze auf diese Ebene, damit wir das zusammen mit der Kerze haben. Einmal in den Side View um minus 90 Grad drehen
Und dass das so aussieht, bewegen wir das Ganze hier hin, skalieren das selbstverständlich runter und bewegen das dorthin, so ein bisschen vor den Docht, weil den soll man ja später nur noch bedingt sehen. So ist das ganz gut. Und jetzt, wenn wir aus der Kamera gucken, kann man das eventuell sehen, dass das so ein bisschen ja, verdreht ist. Und dazu gibt es auch einen ganz tollen Modifier, beziehungsweise es ist, glaube ich, kein Modifier, sondern eine Constraint. Und dazu wählen wir erst die erst die Flamme aus, dann die Kamera und drücken STRG-T. Das ist Make Track und sagen wir Track to Constraint. Und das sorgt dafür, dass das Bild in Richtung Kamera gedreht wird. Jetzt haben wir hier ein bisschen Chaos, weil wir eben das Bild gedreht haben per Hand, aber nicht im Edit-Modus. Und dann gehen wir jetzt einfach mal auf Object und beziehungsweise wir wählen erstmal nur die Kerze aus. Object, Apply oder Control A, Rotation. Und wir sehen, es ist gedreht in Richtung Kamera. Wir wollen aber, beziehungsweise ich will das so. Ihr könnt jetzt natürlich, ach so, ja, man kennt das auch als Sprite, also eine kleine Textur, die immer in Richtung Kamera gedreht ist. Aber ich finde, das sieht besser aus, wenn wir das nur um die Z-Achse drehen, also nicht so kippen, sondern dass das hier immer noch senkrecht ist. Und dazu fügen wir hinzu Add Constraint und Limit Rotation Limit X. Das sorgt dafür, dass es nicht mehr in X rotiert wird, in X-Richtung, und somit ist das Problem behoben. Und jetzt müssen wir das aber nochmal ein bisschen hier verschieben. So. Dass das Ganze schön aussieht. Jawohl. Okay. Jetzt gehen wir auch mal wieder aus dem Texture raus. Und jawohl. So. Dann müssen wir jetzt noch einmal rendern. Vorher stellt ihr bitte, ich mache das jetzt nicht einfach, um Renderzeit zu sparen, beziehungsweise hier müssen wir sogar noch mal in die Materialien-Settings gehen und sagen Traceable aus, da das sonst auch wieder Schatten castet. So, also ihr setzt jetzt wieder die Environment und Ambient Occlusion rein, falls ihr die ausgemacht habt, und nehmt hier Samples von beispielsweise 32 und beim Licht reichen, glaube ich, 16. Ich lasse das jetzt mal auf 4 und hier mache ich mal 16 raus, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Und jetzt wird gerendert. Und das soll eigentlich so ziemlich das finale Render sein, abgesehen von Nachbearbeitung mit Hilfe des Blender-internen Compositors, den ich euch gleich noch zeigen werde, sobald das hier fertig gerendert ist. Es geht sogar recht flott. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Okay. So. Ganz kurz noch warten, bis das Ganze fertig ist. Und dann kümmern wir uns um das Compositing. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gehört habt. Das Compositing hier in Blender ist ein wirklich geniales Tool, wie ich finde. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, weil es erlaubt eben Nachbearbeitung innerhalb von Blender. Was ganz schmuck ist. Gut, natürlich ist es für Filme und Ähnliches in manchen Dingen sinnvoller als für Fotos, weil bei Filmen kann man ja schlecht, oder Animationen kann man schlecht jedes einzelne Frame nachträglich nachbearbeiten, sondern das wird direkt durch den Compositor gejagt. So, dann gehen wir hier auf den Compositing und Use Nodes und Backdrop einmal aktivieren. Und jetzt sehen wir hier diese seltsamen Dinger, die man mit Rechtsklick gedrückt halten, umbewegen kann. Und was das ist, das sind diese einzelnen Knots oder Knoten. Und das hier ist die Render Layer, so heißt das, wenn das gerenderte. Und das hier ist einfach der Output, heißt Composite. Jetzt machen wir erstmal mit Shift A. Ach, ich habe schon wieder.
Ja gut, das sieht man ja jetzt eh nicht, leider.